Hier ist für uns aus Nürnberg Sebastian Krause, auch seine erste Meisterschaft in Franken. Bühne frei und Applaus für Sebastian Krause! Hallo. Ihr habt jetzt vorhin schon mal einen Text über Gastronomie und Kulinarisches gehört. Ich habe mir gedacht, ja, mache ich auch. In der Gastronomie, da gibt es ja immer so Trends, da gibt es so Sachen, die kommen und gehen. Jetzt so Bowls sind gerade wieder am Gehen, Ramen ist gerade am Kommen. Aber da gibt es auch ein so ein Ding, was einfach nicht verschwinden will. Das schwebt wie so ein Gespenst über allem irgendwie und dominiert immer noch so ein bisschen die Gastronomie bei uns. Darüber habe ich einen Text geschrieben. Ein Gespenst geht um in Europa. Ein Gespenst, das mit klebrigen Fingern Innenstädte und Szeneviertel mit einer Schicht aus Frittenfett und püriertem Nutzvieh überzieht. Der kulinarische Höhepunkt des 21. Jahrhunderts, der Burger. Wer in den letzten 3-4 Jahren einmal den Fehler gemacht hat, in die Stadt zu gehen, wird festgestellt haben, dass man keine 50 Meter gehen kann, ohne von einem plötzlich aus dem Boden schießenden Burgerladen erschlagen zu werden. Das kulinarische Angebot mitteleuropäischer Stadtzentren scheint sich mittlerweile komplett auf dieses überzüchtete Wurstbrot zu beschränken. Während bis vor ein paar Jahren ein labbriger Big Mac das höchste der Gefühle war, halten sich heute tausende Hipster-Burgerbrater für den Elon Musk der postmodernen Fleischzubereitung und übertrumpfen sich in Sachen Innovation und Kreativität. Die hipsterige Kreuzbergisierung des Burgergeschäfts bemerkt man schon beim Betreten der Lokalität. Ich bin mir sicher, es gibt eine verbindliche Burgerladengestaltungsverordnung, die zum Beispiel vorschreibt, dass irgendwo im Mobiliar Europaletten und oder Birkenstämme vorkommen müssen. Insgesamt gibt es 3 Einrichtungsvarianten. Grease-Cosplay, Mömax-Schlussverkauf und Sperrmüllsammlung. Das Personal besteht ausschließlich aus menschgewordenen Insta-Stories, die einen entweder komplett gelangweilt oder extrem überenthusiastisch begrüßen. Grüß dich, nicer Bart, Digga, was darf's denn sein, mein Lieber? Und noch, bevor ich zu einem guten Mann darf ich Ihnen das Sie anbieten, ansetzen kann, hat er die Speisekarte runtergerattert, mir ein Fairtrade CBD-Bartöl empfohlen und mich zu einem veganen Charity-Whisky-Tasting für glutenintolerante Labormeerschweinchen eingeladen. Nach einem kurzen Ohnmachtsanfall aufgrund akuter Reizüberflutung bestelle ich mir dann einen Big Mamas Hot Chili Tex-Mex Guacamole Jalapeno Salsa Bacon Burger mit extra Selbstzweifel und als Beilage die selbstverständlich hausgemachten, zwar trockenen, dafür aber auch labbrigen Country Fries, was auch immer das ist. Als Getränk würde ich zwar instinktiv Strohrum bestellen wollen, die Spezialität des Hauses sind allerdings die selbstverständlich hausgemachten Limonaden. Mysteriöserweise die Spezialität aller Burgerläden. Es gibt solch exotisch erfrischende Kombinationen wie Limette, Hibiskus, Brennnessel, Ingwer, Bärlauch, Marzipankartoffel oder Holunder, Minze, Mettigel. Und dieses umwerfende Geschmackserlebnis für gerade mal 6,50. Ein Traum. Oder wie der Burgermann sagen würde, das ist echt Next Level, Digga. Hashtag Game Changer. Als mein Burger kommt, stehe ich vor der ewigen Frage, wie zur Hölle soll ich das essen? Und warum? Der Big Mama Burger ist 20 cm hoch, besteht aus ungefähr 30 Lagen, von denen 25 Soße sind, weshalb alles trieft und suppt und droht zu einem einzigen Fettklumpen zu zerfließen. Obendrauf eine Scheibe von etwas, das nach buddhistischem Vorbild das Rad der Wiedergeburten so lange durchlaufen hat, bis aus Käse eine orangefarbene, industriell zermatschte und wieder zusammenemulgierte Galertschlonze geworden ist, die einem den ganzen Mund verpappt und dabei einfach nur nach Fensterkitsch schmeckt. Wenn man es dann doch irgendwie geschafft hat, den Burger zu essen, dann ist man nicht nur 30 Euro ärmer und dem Koma nahe, sondern meistens auch ziemlich eingesaut. Die Hände kleben und schmieren, das Gesicht trieft vor Soße und eigentlich will man sich am liebsten direkt einmal von oben bis unten abduschen, kann man aber nicht, weil man sich aufgrund des Fresskomas kaum vom Stuhl oder der Europalette lösen kann. So muss es sich anfühlen, wenn man eine komplette Kuh inklusive Hörner gefressen hat.
Wenn das der Inbegriff der amerikanischen Esskultur ist, dann wundert es mich nicht, dass die den Vietnamkrieg verloren haben. Das ist ja also der Gipfel der Nouvelle Cuisine. Aber was macht die Faszination des Burgers aus? Ist es das kollektive Rumsauen und mit Fingern essen, das einen irgendwie an die Kindheit erinnert? Das sich vollfressen, sodass nur noch die Notschlachtung empfohlen werden kann? Oder ist es doch das Hipsterige, die Sperrmüllmöbel und die überteuerten Pseudo-Fancy-Gerichte und die Scheiß-Euro-Paletten? Fehlt nur noch, dass die Burger auf MacBooks serviert werden. Oder es ist einfach der Mangel an Alternativen, weil es verdammt nochmal nichts anderes mehr gibt als Burgerläden. Also quasi kulinarisches Stockholm-Syndrom. Was auch immer es ist, es scheint zu funktionieren. Ich gehe auch regelmäßig Burger essen, saum mich von oben bis unten ein, liege dann komatös rum und denke mir, das war jetzt aber wirklich das letzte Mal. Und trotzdem macht man es immer wieder. Manche Dinge brauchen einfach keine Erklärung. Die tut man und obwohl man sich dabei schlecht fühlen sollte, findet man es irgendwie doch geil. Also, geht raus, saut euch ein, gönnt euch mal wieder einen fetten Burger. Ach, und sagt Bescheid, dass ich euch geschickt habe. Ich bekomme Provision. Dankeschön.